Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Es tut mir leid, wenn ich etwas leiser bin. Es ist gerade 4 Uhr morgens. Ja, ich nehme mitten in der Nacht auf. Und es ist so, meine dritte Folge ist weg. Daher nehme ich jetzt diese Folge hier auf und ja, lade die so gesehen als Ersatz hoch, auch wenn ich jetzt eigentlich schon 5 Folgen hätte. Die vierte und die fünfte Folge kommt nach wie so vor geplant hoch. Und ja, ich habe hier unten. Aha, okay. Ich weiß noch, in der dritten Folge habe ich mich am Ende gefreut, dass 9 Leute in meine Feinde reingelaufen sind. Dass ich das nämlich ja, hinbekommen habe. Und da oben steht ja, was weiß ich, zum Beispiel plus 11.000 Blutpunkte. Ich habe diese Blutpunkte nicht bekommen. Das ist voll mies. Wir sind wie immer ein Killer. Ich weiß aber nicht, ihr seht schon, ich bin Level 9. Ich weiß jetzt aber nicht. Möchte ich mal einen anderen Killer spielen? Komm, ich glaube, ich spiele jetzt mal Kettensägenmörder hier. Für die Curry nachmache hier. Ja, ich erstelle jetzt erstmal eine Lobby und ja, wir sehen uns dann gleich. So, die Runde beginnt. Und bitte wundert euch nicht, ich habe den Killer doch nochmal gewechselt. Es tut mir so leid, aber wir haben einen Level 16er dabei und ich. Ne, Level 17 oder Level 16? Ich glaube sogar, er war Level 16 anstatt 17. Jedenfalls, fast vollgebackt hier. Ja, jedenfalls festgebackt, nicht vollgebackt. Ah, diese Versprecher heutzutage. Ja, jedenfalls hatte ich dann keinen Bock, einen Killer auszuprobieren, den ich nicht mal spielen kann, BZW. Ich glaube, ich habe ihn zwei, dreimal schon gespielt, aber ich war jedes Mal verdammt schlecht. Guten Tag. Was ist die AFK? Ja, tatsächlich. Okay, die war AFK. Finde ich lustig. Und ja. I see you. Ja, ich habe bemerkt, ich habe manchmal echt die Aussetzer beim Reden. Und deshalb, ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr zu reden. Und ein bisschen mehr Spaß bei der Sache zu haben hier. Und ja, du kommst mit mir mit. Und ja. So. Wo ist der nächste Haken? Wo ist der nächste Haken? Da drüben ist der nächste Haken. Ja, hör doch mal auf, dich zu winden, Mensch. Ja. Also auf jeden Fall finde ich extrem cool, dass der erste Kommentar, den ich jemals gehabt habe, von meinem besten Freund ist. Ich finde das extrem cool irgendwie. Und ja. Na, wo sind die Leute? Wo sind sie? Du bleibst schön dort hängen. Ach nee, warte, du kannst ja gar nicht verschwinden. Ahahaha. Ich höre es. Du dumme, du. Nee, die geht den jetzt noch nicht befreien, oder? Ach scheiße, die geht den befreien. Ach, das fand ich jetzt extrem gut, dass das jetzt passiert ist. So, ja, komm her. Du bleibst ja sowieso dort. Hier geht's zum Keller oder wie? Ah, aha, okay, jetzt kenne ich die Map. Ah, nein, 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 geh nicht befreien, bitte. Oh Gott, ich habe mir doch so Mühe gegeben, geh nicht befreien. Ich fand's ein bisschen doof, dass ich jetzt alle immer so beobachte, während sie am Haken hängen. Und deshalb, ja. Ach, er ist schon tot, okay. Deshalb mache ich das jetzt mal anders. Und ja. Ich werde die jetzt nicht mehr so doll beobachten. Na komm schon, wo bist du? Du kannst doch nicht weit gekommen sein, hallo?
zweiten Kopfhörer nochmal aufsetzen. Ich habe hier ein Ohr frei, damit ich höre, falls irgendwie meine Mutter in mein Zimmer kommt oder so. Falls ihr jetzt ein Quietschen gehört habt, das war mein Kopfhörer. Ah, jetzt höre ich alles sehr viel besser. Habe ich da hinten gerade was gesehen? Nee, habe ich nicht. Aha. Ich hoffe, der hat sich in den Schrank versteckt. Nee, leider nicht. Jetzt hatte ich schon wieder einen Aussetzer beim Reden. Das tut mir echt extrem leid, dass ich manchmal so richtige Aussetzer habe. Das wird in der vierten und fünften Folge übrigens auch nicht anders sein. WZB in der fünften Folge wird es doch anders sein, weil ich da nämlich nicht alleine aufnehme. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ja. Ich kann ja was sagen. Geplant ist jetzt auf jeden Fall Pony Island, dass ich das auch nochmal aufnehme dann. Und ja. Ah ja, okay. Wie lange habe ich jetzt gebraucht, um das zu checken, dass der dort ist? Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Das ist doch nicht normal. Wo bist du? Da bist du lang? Okay, hier bist du lang. Aha. Aha. Okay, wo ist der hingerannt? Habe ich irgendwo was gesehen? Oh Gott, wie schlecht bin ich denn heute? Ich glaube, da sogar das war der Level 16er gerade. Und ja. Hier hinten war jemand. Okay, dann gehen wir da jetzt mal schnell hin. Immer schön ins Gras gucken. Hä, ich höre sie doch. Aha. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Das kannst du vergessen. Nochmal lasse ich dich nicht entwischen. Wo ist der nächste Haken? Wo? Den hat er doch präpariert, oder? Ach, egal. Und wenn schon, die stirbt mir trotzdem weg. Los, ich häng dich auf. Viel Spaß beim Hängen. Kannst eine Runde abhängen. Hahaha. Wenigstens macht sie keinen Fluchtversuch. Ich weiß gar nicht, was passiert denn beim Präparieren der Haken. Fällt das Flüchten irgendwie leichter? Fällt der Haken ab? Ich habe keine Ahnung. Achso, ich würde das ja nicht mehr machen, aber ich habe auch keine Ahnung, wo der andere ist. Deshalb bleibe ich jetzt hier stehen. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo der andere sein könnte. Überhaupt rein null Ahnung. Immer schön in den Himmel gucken. Wegen den Krähen. Achso, ja. Okay. Wenn Krähen nämlich am Himmel kreisen oder auf irgendwelchen Schränken sitzen, dann sind die entweder in den Schränken drin, wenn sie halt da drauf sitzen oder darüber kreisen, oder generell die stehen irgendwo, wo eigentlich Krähen sitzen sollten, und dann, ja, zeigen die Krähen das. Das ist ziemlich cool. Aha, da hinten ist der also. Ja, hier, drückst du jetzt mal schneller. Ja, du bist sowieso gleich tot. Der kommt sowieso nicht so schnell hierher. Ja, okay. Tschüss. So, das war hier hinten. Jetzt war es da hinten. Er ist der Letzte. Dann sage ich nur mal viel Spaß. Vielleicht kriege ich ja diesmal auch wieder alle. Und ja.
Ich kann trotzdem sehen, wo du lang rennst. So, das ist jetzt eine spannende Runde. Runde, Rodo. Es. Ah, scheiße. Verdammt, meine ich. Ah. Alles klar, ich gehe zum Ausgang. Oh nein, der ist durch die Falltür wahrscheinlich. Oh verdammt. Ja, einen haben wir jetzt entwischen lassen. Finde ich sehr, sehr schade. Jetzt haben wir wieder keins. Ich war ja schon mal auf Stufe 19, tatsächlich. Ich weiß nicht. War es in der dritten Folge? Ich weiß es nicht. Ich glaube sogar, es war in der dritten Folge. Ich war auf jeden Fall auf Stufe 19 schon mal. Ich habe das tatsächlich geschafft, aber... Das war sehr, sehr schwierig. Er war sogar Level 15? Rang 15. Ah, das nennt man Rang, okay. Der war eben noch Rang 16, das weiß ich. Wir upgraden mal und dann machen wir doch mal eine ganz, ganz schnelle Runde. Und ja. Also ich versuche sie schnell zu machen. Nehmen wir mal das hier. Ich würde eigentlich das hier nehmen, verdammt. Ausstattung. Opfergabe. Cauldron Farm, da will ich nicht mal hin. Ne, da nehme ich keins. So. Das hätte ich schon ausgewählt. Schade, dass man das Aussehen nicht anpassen kann. Ach so, ich kann doch noch was. Ja, nehme ich doch mal so welche komischen Handschuhe hier. Nee, nehme ich das beides. So, Lobby erstellen. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen in der nächsten Runde von Dead by Daylight. Und, gut, ich würde gerade sagen, ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Das hatte ich... Ich glaube, es... Nein, es ist in der zweiten Folge gewesen. Wo dann im Hintergrund dieses leichte Haha kam. Lol. Wo kommt die denn her? Ja gut, noch auffälliger kannst du nicht rennen zu mir, hm? Wo ist sie hin? Hier ist sie lang gerannt, das weiß ich, das sieht man. Hier drin ist er nicht. Alles klar, dann weiß ich jetzt, wo sie ist. So schon direkt. Sie ist auch schon direkt gerannt. Da liegt eine Taschenlampe. Wieso nimmt die denn niemand mit? Hä? Wie? Wo? 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 Was? Hä? Wie? Wer? Wo? Was? Mede, du hast dich gerade verraten. Dich hätte ich jetzt nämlich überhaupt nicht gesehen. Ey, nee, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich hasse diese Stelle. Wie ich diese Stelle mit den Fenstern hasse, ohne Scheiß. Ich spiele dieses Game ja auch ganz, ganz oft privat noch. Und
ganz, ganz oft ist das dann auch so, dass manche wirklich. Wo wollte ich denn jetzt hin? Hä, wo ist denn hier der Generator? Hier war auf jeden Fall wer. Wie schlecht bin ich denn heute? Was ist denn los mit mir? Das liegt definitiv an der Uhrzeit. Ich bleib zu lange an irgendwelchen Stellen stehen. Das ist das Problem bei mir gerade. So, jetzt aber. Dich kriege ich jetzt. Ja, Mann. Bist du dumm, ey? Wieso versteckst du dich in einem Schrank? Schränke sind nicht gut. Die verraten einen nur, genauso wie die Krähen. Das Beste ist rein theoretisch immer wegrennen und irgendwelche Sachen umkippen und hoffen, dass der Killer dagegen läuft. Dieser Schrei hört sich so hässlich an. Ja, nee, Falle lege ich trotzdem drunter. Und ja. Oh, meine Beine tut schon wieder weh. Ich sitze hier immer im Schneidersitz. So, mal gucken, ob jetzt jemand vorbeikommt. Da kommt schon der erste Kandidat. Ich wollte, dass er in die Falle läuft. Verdammt. Was? 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 Bitte? Bitte was? Stirb doch bitte. Stirb. Bitte, bitte, bitte. Sonst habe ich nur einen. Ich nehme dich hier mit. Und hoffe, dass du stirbst rechtzeitig. Da hinten sind welche. Ich gehe hier nicht weg. Die würden die doch definitiv noch retten. Jetzt stirb doch endlich. Ich will nicht nur einen töten, das ist doch... Ey, komm, als ob ich dich da oben nicht sehen könnte. Junge, du bist auf dem Hügel. Außerdem ist da hinten gerade eine Krähe hochgegangen. Ja, also bitte. Stirb jetzt sowieso. So, du da auf dem Hügel? Ja. Ja, okay. Ja, hier, komm. Verschwinde. Wenigstens habe ich ihn noch geschlagen. Einer ist noch übrig. Einer ist noch übrig. Er steht doch bestimmt wieder so arschendreist, wie er wahrscheinlich ist, am anderen Ausgang und wartet dort extra auf mich, damit ich ihn jetzt über die komplette Map lang suche. Das ist wirklich so. Ich habe das bisher so oft schon gesehen. Jetzt will ich's wissen. Ist der andere offen oder ist er nicht offen? Ach verdammt, hier ist eine Mauer. Wie ich sowas hasse. So das Areal so abgetrennt ist durch so eine hässliche Mauer. Da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand. Der geht zum anderen Ausgang. Oder der sucht die Dingens. Hä, wo ist der? Ach, jetzt bin ich in meine eigene Falle reingelaufen. Ich Volltrottel. Ich bin so ein Volltrottel. Wo zur Hölle ist der Typ? Bitte sag mir nicht, dass er so ein Katz-und-Maus-Spielchen macht, so wie ich den einen Tag. Ach nee, doch nicht. Macht er nicht. Der war entweder bei dem anderen Ausgang oder bei der Falltür. Ich würde sagen, gelungene 20 Minuten circa. Denke ich mal. Ich habe die Wartezeit jetzt nicht durch Videos so abgetrennt. So direkt so Aufnahme, Start, Aufnahme, Stopp, Aufnahme, Start, Aufnahme, Stopp. Ich schneide immer noch raus. Und das ist echt peinlich.
Es ist sogar echt peinlich, dass. Denn. Das war der, der, glaube ich, am längsten durchgehalten hat. Sieht man an den Punkten. Nee, komm, das ist peinlich. Das ist echt peinlich für mich. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Und. Nein, ich kann es immer noch nicht. Ach ja, da war ja was. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also zur Folge 4. Also, die Folge habe ich ja rein theoretisch schon aufgenommen. Trotzdem, wir sehen uns dort wieder. Bis dann. Tschüssi.